Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es um das Einmaleins des Network Marketing. Ich möchte dir eine kleine kurze Zusammenfassung geben über das Thema ja, Network Marketing und wie du am besten startest und beziehungsweise was du beim Start ja beachten solltest. Das Video richtet sich vor allen Dingen dann an dich, wenn du ja jetzt, ich sag mal, relativ neu im Network Marketing eingestiegen bist oder wenn du ja mit dem Gedanken spielst, ja einem Network Marketing Unternehmen beizutreten. Zunächst mal, was ist Network Marketing im Grunde? Ja, ist Network Marketing einfach eine Form des Direktvertriebs, ja, plus eine zusätzliche Möglichkeit, ja, sich ein eigenes Vertriebspartnernetz aufzubauen und damit eben eine Hebelwirkung zu erzielen, die eigene, ja, Arbeitskraft zu multiplizieren. Der Direktvertrieb an sich wurde vom Ursprung her immer alleine ausgeübt. Das heißt, man ging zum Beispiel früher von Haus zu Haus und hat dann eben dort seine Produkte verkauft. Es fand also immer nur ja, ein Produktverkauf statt. Network Marketing ja, kombiniert eben diese Möglichkeit mit der Möglichkeit, sich ja eben sein eigenes Business aufzubauen und neue Vertriebspartner zu rekrutieren. Und da stellt sich dann auch schon immer die Frage bei den meisten, ja, soll ich denn jetzt mich auf die Kundengewinnung konzentrieren oder die Teampartnergewinnung? Und da sage ich einfach beides, weil Stammkunden ebenso wichtig sind wie Vertriebspartner. Die Vertriebspartner, ja, die lassen dich und dein Unternehmen einfach schneller wachsen, aber Stammkunden sind letzten Endes die, die ebenfalls ja das Geld ins Geschäft bringen, denn wenn es keine Kunden in einem Unternehmen gibt, dann können auch keine Gewinne erwirtschaftet werden, es können keine Produkte verkauft werden und deswegen solltest du beides nicht vernachlässigen und wenn du eben schnell wachsen willst, solltest du eben dann auch noch deinen Fokus darauf legen, möglichst schnell viele Kunden zu gewinnen und möglichst schnell ja viele neue Vertriebspartner zu gewinnen. Aber ich denke, das ist eigentlich ja jedem klar. Ja, und Paul Getty war es, der sagte, mein Englisch ist jetzt nicht so gut, ich hoffe, ich übersetze es am besten oder ich übersetze es einigermaßen ganz gut. I'd rather have 1% of the efforts of 100 people than 100% of my own. Das heißt so viel, ja, wie, also so viel übersetzt, wie ich verdiene, beziehungsweise ich habe lieber 1% von der Bemühung, von den Anstrengungen von 100 Menschen, ja, als 100% meiner eigenen Arbeit. Und darin siehst du eigentlich auch schon, welchen Vorteil ja der Teamaufbau dementsprechend hat. Nun gilt es einfach herauszufinden, ob Network Marketing was für dich ist, ja. Und da musst du einfach für dich ja selbst feststellen, ob du bereit bist, dich persönlich weiterzuentwickeln. Das meine ich nicht nur so dahergesagt, sondern das ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil dein Erfolg wächst mit deiner Persönlichkeit, wächst mit deiner Fähigkeit, dich persönlich weiterzuentwickeln. Und viele sagen das so ins Blaue hinein, ja, natürlich will ich mich weiterentwickeln, sind aber gar nicht bereit, ja, den Preis dann letzten Endes in Form von Zeit und Geld, ja, und Investitionen dementsprechend zu bringen. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Bist du bereit, Zeit zu investieren? Bist du bereit, Geld zu investieren? Bist du bereit, in dich und in dein Business zu investieren? Kannst du mit Ablehnung umgehen, wenn du im Network Marketing startest? Aber das gilt eigentlich für jede andere Unternehmung auch. Dann wird es nicht ausbleiben, dass irgendjemandem nicht schmeckt, was du tust, dass irgendjemandem nicht schmeckt, wie du aussiehst, dass irgendjemandem ja das einfach missfällt, was du tust. Und deswegen musst du für dich ja in deiner Persönlichkeit so stark sein, dass du mit Ablehnung umgehen kannst. Bist du bereit, wenn es sein muss, alles selbst zu lernen, ja, weil nicht dein Sponsor ist verantwortlich für deinen Erfolg, für deinen Misserfolg, egal ob er dir jetzt eine gute Ausbildung gibt, ob er dir eine schlechte Ausbildung gibt, du bist letzten Endes allein ja für deinen Erfolg verantwortlich und wenn dein Sponsor nicht so ist, wie du es dir vorstellst, was hindert dich daran, selbst dein Business aufzubauen? Was hindert dich daran, in der heutigen Zeit bei Google, YouTube und Co. Ist alles Wissen sofort verfügbar, du findest zu allem Videos, du findest zu allem Erklärungen. Es gibt keine Ausreden hierfür. Nur du musst bereit sein, eben notfalls dir alles selbst anzueignen, dir alles selbst ja eben beizubringen. Bist du bereit,
ja, dir die Verantwortung zu 100% für dich und für dein Tun zu übernehmen, ja. Wie schon eben gesagt, du bist allein verantwortlich für deinen Erfolg, deinen Misserfolg, dein Sponsor, deine Upline, die können dich unterstützen, die können dir den Weg zeigen, aber letzten Endes musst du es für dich tun. Und wenn irgendetwas bei denen funktioniert, was bei dir nicht funktioniert, dann musst du eben neue Wege finden, ja, wie du dein Business zum Laufen kriegst. Hast du Lust, andere Menschen kennenzulernen, auf diese zuzugehen? Bei aller Möglichkeiten heute, wie man online neue Partner generieren kann, ist Network Marketing trotzdem ein Mensch zu Mensch und du wirst nur dann wirklich Erfolg haben, wenn du ja Lust hast, Menschen kennenzulernen und wenn du ja bereit bist, eine Brücke zu denen zu bauen, auf sie zuzugehen, ja, und sie dementsprechend anzusprechen, egal auf welchem Weg auch immer. Dann ist ganz wichtig, hast du überhaupt Träume und Ziele, die du erreichen willst, ja? Oder bist du einfach zufrieden so, wie es momentan ist? Wenn du zufrieden bist mit deinem Leben, wenn du zufrieden bist mit deinem Job, wenn du zufrieden bist mit deiner jetzigen Situation, ja, dann gibt es ja auch keinen Grund, was zu ändern. Und dann ist Network Marketing nicht unbedingt die richtige Wahl für dich, ja? Worauf solltest du jetzt aber bei der Auswahl des Unternehmens achten? Ja, zum einen solltest du einfach schauen, wie lange ist die Firma am Markt? Sie sollte nicht zu kurz am Markt sein. Ja, sie soll aber auch nicht zu lang am Markt sein, wobei die großen Unternehmen alles sehr, sehr gut sind und die, die auch schon lange am Markt sind, dort kann man nach wie vor ebenfalls erfolgreich werden. Aber wenn du auch zu frühen Unternehmen einsteigst, dann kann es eben sein, dass du ja, dass das Unternehmen vielleicht die ersten Jahre gar nicht übersteht. Und so ein guter Zeitraum ist immer so 3, 4 Jahre, wo du dann einfach siehst, okay, die Anfangsprobleme hat das Unternehmen bereits weggesteckt. Und dort, es ist aber auch noch nicht so groß, ja, dass du die Phase des Momentums nicht mitnehmen kannst. Ja. Schau einfach auch, wer sind die Firmengründer, haben die Erfahrung in dem Bereich, ja, ist die Firma gesund, ja, gibt es dort Ausbildung, gibt es dort Unterstützung für dich. Und was einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du dir anschaust, wie wird dort gearbeitet? Entspricht es deiner Philosophie des Aufbaus? Entspricht es deiner Philosophie, wie du dein Unternehmen leiten und führen willst? Ja, es gibt nämlich einfach da nichts Schlimmeres, wie wenn du ja an eine gewisse Arbeitsweise gebunden bist, die dir eigentlich von deinem Naturell als Mensch ja widersteht. Dann drittens, wie ist der Marketingplan? Ist der Marketingplan so ausgelegt, dass du, wenn du dich engagierst, dass du auch gute Ergebnisse erzielen kannst, dass du ja dementsprechend ein Einkommen generieren kannst, ohne dass du hunderte, tausende Menschen ja persönlich sponsern musst, damit du vorankommst. Und dann einfach im vierten Punkt, Branche, passt die Arbeitsweise und passt das Unternehmen einfach zu dir. Ja, und nimm dir bei der Auswahl des Unternehmens lieber etwas mehr Zeit, ja, beobachte das Ganze und triff dann für dich eine Entscheidung, weil jedes Mal ein anderes Unternehmen zu wechseln, das macht auch keinen Sinn. Das werde ich dir aber gleich auch noch zeigen, warum. Warum scheitern viele Menschen im Network Marketing? Ganz einfach dadurch, also das ist so meine persönliche Erfahrung und ja, und was ich einfach immer so höre aus den Gesprächen, die ich führe, es gibt oft keine zeitgemäße Arbeitsweisen und Tools in den einzelnen Unternehmen. Oft ist es so, dass noch Methoden angewandt werden, die vielleicht vor 20 Jahren super funktioniert haben, aber heute eben nicht mehr. Es werden oft falsche Versprechungen gemacht, dass man schnell reich werden kann. Und glaub mir eins, nichts ist weiter davon entfernt. Natürlich kannst du schnell gutes Geld verdienen, wenn du die richtigen Voraussetzungen hast. Aber im Network Marketing wirst du erst dann gutes Geld verdienen, ja, wenn du bereit bist, eine Zeit lang ja den Preis dafür überhaupt zu bezahlen. Oft ist keine Ausbildung vorhanden oder eine schlechte Ausbildung, kein Durchhaltevermögen des Einzelnen, ja, weil es eben, wie gesagt, viele erwarten, dass man ja über Nacht reich wird, ohne zu arbeiten und das ist eben nicht so. Da will ich dir auch nichts vormachen und es ist auch nicht mit ein, zwei Leuten sponsern getan, sondern du musst einiges an Menschen in das Business bringen, ja, bevor du überhaupt an eine Duplikation denken kannst. Ja. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, es gibt auch andere, ja, ich spreche da immer so, eigentlich nehme ich das Wort ungern in den Mund, so Gurus, ja, die halt von einem Unternehmen ins nächste wechseln und dort ihre Gefolgschaft mitnehmen. Natürlich geht es bei denen schneller, aber mal angenommen, du fängst jetzt bei Null an, ja, dann brauchst du eben das notwendige Durchhaltevermögen, auch mal Durststrecken überwinden zu können, einfach dran zu bleiben. Und dann ist einfach so ein
Grund, was ich oft sehe, dass Network Marketing ja mehr als Hobby betrieben wird statt als Unternehmen. Das liegt oft daran, dass man ja Network Marketing eben ja im Nebenberuf ausüben kann, wie bei einem Fußballverein, wo man nach der Arbeit eben hingeht. Und das reicht eben nicht aus, um ja nach vorne zu kommen, sondern wenn du, egal ob neben- oder hauptberuflich, das Ganze betreibst, dann musst du dich als Unternehmer sehen und du musst eben dementsprechend denken und handeln wie ein Unternehmer. Ich möchte noch auf einige Mythen und Lügen im Network Marketing eingehen, die meiner Meinung nach zum einen einen schlechten Ruf in die ganze Branche bringen und zum anderen ja den Leuten einfach etwas, den Leuten einfach etwas vorgaukeln, was so gar nicht ist. Und eine davon ist zum Beispiel, dass jeder dein potenzieller Kunde ist und dass du jedem von deinen Geschäften, deinen Produkten erzählen sollst. Ich habe auch schon gehört, dass Menschen sogar teilweise lehren, dass jeder, wo 3 Schritte von dir entfernt ist, dass der ein potenzieller Kunde ist. Und ich denke dann immer, meine Güte, es kann doch nicht sein, weil letzten Endes, selbst wenn du ein Produkt hast, was für jeden interessant ist, ist nicht jeder dein potenzieller Kunde und nicht jeder möchte bei dir kaufen. Also schlag dir das aus dem Kopf, sondern vielmehr überleg dir, wer ist dein idealer Kunde, mit wem möchtest du zusammenarbeiten. Weil du würdest doch heute auch keine Bäckerei aufmachen und würdest jeden ansprechen, ja, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, ob er bei dir in der Bäckerei arbeitet, sondern du würdest doch überlegen, okay, wer kommt denn für mein Business in Frage, allein schon, weil du ja die Person vielleicht noch ausbilden musst oder. Ja, also ich denke, du verstehst, was ich meine. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist ja diese Aussage, wir verkaufen nicht, wir empfehlen lediglich, ja. Wenn du im Network Marketing bist, dann musst du verkaufen, weil wenn du nichts verkaufst, ja, dann wird nichts passieren. Kein Unternehmen wird groß, wenn es nicht verkauft. Und du kannst es verkaufen, empfehlen, nennen, wie du es willst. Letzten Endes muss ein Produkt über den Tisch wandern und Geld. Und das nennt man einfach verkaufen. Egal, ob man es verschönen will oder nicht. Letzten Endes ist Verkauf Verkauf. Drittens, jeder kann im Network Marketing Erfolg haben. Grundsätzlich stimme ich der Aussage zu, aber letzten Endes ist der Erfolg und der Misserfolg von jedem Einzelnen selbst verantwortlich oder ist jeder für seinen Erfolg und Misserfolg selbst verantwortlich. Und von daher, allein schon aufgrund dieser Tatsache kann einfach nicht jeder Erfolg haben. Ja. Was ich auch schon oft gehört habe, wir bauen ihr Business für sie auf, ja. Du musst dich nur einschreiben, wir sponsern dir Leute drunter. Meine Güte, die Leute, die das erzählen, glauben die wirklich, dass die Menschen ja bescheuert sind und darauf hineinfallen? Weil warum sollte irgendjemand, ja, für jemand anderen die Arbeit machen? Macht keinen Sinn. Und ich glaube, auf den Punkt braucht man auch gar nicht weiter eingehen, weil du einfach für dich selber schon sehen kannst, ja, dass diese Aussage einfach nur leeres Stroh gedroschen ist. Fünfter Punkt, wir haben das beste Produkt. Ja, das behauptet jeder von sich, ja, dass er das beste Produkt hat. Letzten Endes gibt es sowas wie das beste Produkt meiner Meinung nach nicht, sondern es gibt einfach nur immer Produkte, wo ein Bedarf da ist, wo Menschen sagen, ja, das Produkt möchte ich für mich haben. Ja, und selbst das beste Produkt nützt dir nichts, wenn es nicht verkauft werden kann. Dann Sie glauben nur nicht genug dran. Hört man immer dann, wenn man viel macht und der Erfolg bleibt aus, dann sagt oft der Sponsor, ja, du musst einfach nur fest genug dran glauben, du glaubst nicht fest genug dran. Ja, das ist absoluter Bullshit. Letzten Endes ist es, natürlich musst du an dich glauben, natürlich musst du an deine Produkte glauben, du musst von der Sache überzeugt sein, ja, sonst bist du ja komplett fehl am Platz. Aber letzten Endes kommt es auch darauf an, dass du eine Arbeitsweise hast, mit der du überhaupt Erfolg haben kannst, dass du ein System hast, was funktioniert. Dass du ein System hast, was dir regelmäßig neue Kontakte bringt, weil wenn du keine Kontakte hast, dann kannst du auch keine Verkaufsgespräche führen und das ist eben das Entscheidende. Und dann siebtens, ja, wir haben das beste System und jeden Tag bekomme ich Nachrichten, wo so oder so ähnlich lauten, wir haben das beste System, wir haben den besten Marketingplan. Letzten Endes auch hier. Entscheidend ist, dass das System zu dir passt und dementsprechend solltest du dein Unternehmen dann dementsprechend auch auswählen. So, zum Abschluss habe ich noch 12 Tipps für deinen Erfolg im Network Marketing. Ich befürchte, das Video wird doch wieder länger als geplant. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Tipp 1, arbeite an deiner Positionierung. Wofür willst du bekannt sein?
Zum Beispiel eine richtig gute Positionierung ist zum Beispiel, ich bin Abnehmcoach und zeige Menschen, wie sie, was weiß ich, 10 Kilo in 3 Monaten verlieren, ohne zu hungern. Das ist eine ganz klare Positionierung, die einer Person sagt, was man macht. Ja? Und wenn das jemand will, ja, also wenn jemand x Kilo in x Monaten verlieren will, ohne zu hungern, dann wird er, wenn er sich angesprochen fühlt, dich fragen, was er dafür tun muss. Und dann hast du ein leichtes, ihm die Vorteile deines Produktes zu zeigen und er wird dann in der Regel dann auch kaufen, ja, und deswegen ist es wichtig, dass du lernst, in Ergebnissen zu sprechen und zu kommunizieren, ja. Was bewirkt das, was du tust, ja, also was du tust, was hat es zur Folge, was hat es für ein Ergebnis, und letzten Endes geht es immer nur um Ergebnisse. Kein Mensch kauft einen Bohrer, ja, weil er einen Bohrer haben will, sondern er kauft den Bohrer, weil er ein Loch in die Wand bohren will, weil er dort vielleicht ein schönes Gemälde haben will, weil er dort vielleicht einen Wanddurchbruch machen will oder was auch immer, ja, also letzten Endes ist das Ergebnis entscheidend und nicht so sehr ja, das Produkt, sondern was das Produkt eben tut. Und dann verpack einfach dieses Ergebnis in 1 bis 3 Sätze und dann hast du deine sogenannte Elevator Pitch. Punkt 2. Lerne den Bedarf, also die Motive deines Interessenten kennen. Finde heraus, ja, was deinen Gegenüber wirklich interessiert und bewegt. Und dann kannst du eben dementsprechend exakt darauf eingehen und ihm auch sagen, okay, mein Produkt passt für dich oder mein Produkt passt für dich nicht. Betreibe Zielgruppenmarketing. Überleg dir einfach mal, welche Sorgen, Ängste, Nöte deine zukünftigen Partner haben und deine zukünftigen Kunden. Überleg dir, wer ist deine Zielgruppe? Nicht jeder, sondern überleg dir mal im Detail ganz konkret, für wen ist dein Produkt gut, ja? Erstell dir mal einen Avatar, ein Bild von deinem idealen Kunde, ja, wie alt ist er, welchen Beruf übt er aus, welche Schwierigkeiten hat er und. Und hör auf, einfach jeden zu jagen, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, so wie das viele tun, wenn sie irgendwo starten, ja, und dementsprechend auch oft verbrannte Erde hinterlassen. Werde Experte, bau deinen Expertenstatus auf. Und oft höre ich, ja, aber ich bin doch gar kein Experte in dem Bereich. Und ich sage immer, das ist total verkehrt, ja, weil wenn du dir, ich sag mal, 3, 4, 5, 6 Bücher kaufst, ja, zu deinem Themenbereich, dann weißt du schon mehr als die meisten anderen, die in dem Bereich gar nicht daheim sind, ja. Experte bist du dann, und das ist meine ganz einfache Definition, wenn du mehr weißt als dein Gegenüber, dann bist du in deinem Bereich Experte. Viertens, bild dir deine eigene Meinung. Nicht alles, was die Menschen erzählen, das muss auch bei dir funktionieren, sondern wenn du etwas für gut hältst, probier es aus und mach das so lange, dass es auch wirklich repräsentativ für dich ist, dass du weißt, ob es bei dir funktioniert oder eben nicht oder wo du vielleicht noch nachbessern musst. Der Erfolg im Network Marketing liegt im Nachfassen. Punkt 5. Deswegen erstell dir ein Follow-up für neue Kontakte, ja, die du regelmäßig informierst. Ja, das kannst du auch automatisieren, das wird jetzt aber hier zu weit führen. Nutz E-Mail-Signaturen mit deiner Pitch und so weiter. Schau immer, dass wenn du mit jemandem kommunizierst, dass immer klar rüberkommt, was du machst und dass er immer wieder daran erinnert wird, was du machst, ja. Und das gilt eben nicht nur für deine Kunden, sondern es gilt auch für deine Partner gleichermaßen. Auch hier ist das Follow-up ganz wichtig. Viele ruhen sich aus, wenn sie einen Partner gesponsert haben und denken dann, naja, jetzt habe ich ein bisschen Geld verdient, habe ich einen Partner gesponsert, schauen, was draus wird. Nee, arbeite mit deinen Partnern, ja, weil nur wenn du dich mit ihnen austauscht, mit ihnen beschäftigt, dann schweißt euch das als Team auch zusammen. Und deswegen setzt dir am besten pro Woche einen Termin, ja, einen festen Termin, wo du mit deinen Partnern ja zusammenarbeitest oder dich eben austauscht. Überleg dir gut, mit wem du zusammenarbeitest, weil du musst ihn nämlich jede Woche dann quasi auch treffen, egal ob das online oder offline ist. Siebtens, Ausdauer und Durchhaltevermögen. Du musst dir darüber im Klaren sein, wenn du im Network Marketing unterwegs bist, dass du, wenn du heute etwas tust, dass sich das erst zeitverzögert zeigt, dass sich das erst in 1, 2, 3 Monaten zeigt. Und deswegen ist es wichtig, dass du bereit bist, in Vorleistungen zu gehen, egal ob du Zeit einsetzt, ob du Geld einsetzt, völlig egal, ja. Schritt 8, vergiss die gute alte Namensliste. Ganz einfach aus dem Grund, diese gute alte Namensliste, die hinterlässt viel zu oft viel
zu viel verbrannte Erde und bringt einen schlechten Ruf in die ganze Branche. Aus einem ganz einfachen Grund, ein Sponsor weiß ja, dass der Enthusiasmus einfach umso länger, wie du im Unternehmen bist, abnimmt, ja. Und deswegen sollst du einfach so schnell wie möglich eben alle Personen einladen, die du kennst. Und das ist aber der verkehrte Herangehensweise, weil was ist denn das Problem? Was kommt denn, wenn die Namensliste abgearbeitet ist? Dann geht es darum, Kaltakquise zu bereiten, Direktkontakte und, und. Und gerade zu Beginn ist das ein absoluter Irrsinn, weil gerade zu Beginn, wo du eigentlich noch nichts weißt, ja, kommst du in die Situation, dass gerade die Menschen, die du kennst und die du ansprichst, ja, dass die immer auf dich schauen werden, was du machst, wie du es machst, ja, und du wirst immer in einer Art Erklärungshaltung sein, auch wenn es mal nicht läuft, ja. Und mal angenommen, wenn es mit dem Unternehmen nicht klappt, dann startest du eben irgendwo neu, ja, und wieder gehst du an deine Kontakte dran. Und dann wirst du eben von Mal zu Mal wird das Ganze unglaubwürdiger, ja. Und wenn du es einfach mal aus der Sicht von einem normalen Unternehmen siehst, zum Beispiel im Restaurant, ja, dann würdest du eben versuchen, ja, durch eine gute Werbung, ja, Menschen in dein Lokal zu bekommen. Ja, und genau Network Marketing ist da genau nichts anderes. Ja, letzten Endes ist es entscheidend, dass du für dich ja ein Marketing-System hast, dass du für dich Marketing betreibst, dass von Anfang an ja Menschen in dein Unternehmen kommen, egal ob du diese jetzt kennst oder nicht. Ich will damit nicht sagen, dass die Namensliste nicht funktioniert. Sie funktioniert bei vielen, aber bei vielen funktioniert sie eben auch nicht und hinterlässt eben verbrannte Erde. Punkt 9. Bau dir eine Liste mit Menschen auf, die interessiert an deinem Thema sind, ja. Es nützt nichts, wenn du mit Tante Käthe, mit Onkel Paul drüber sprichst, wenn die gar nicht, vielleicht gar nicht für dich und dein Unternehmen interessant sind, ja. Deswegen find einfach heraus, wie viele Interessenten du benötigst, ja, um dein Verkaufsziel zu erreichen pro Monat. Und dann überleg dir einfach, wie kannst du diese tägliche Anzahl an Interessenten generieren. Ja, konzentriere dich einfach darauf, jeden Tag deine Kontaktliste zu erweitern. Und wenn du jeden Tag, ich mache mal ein Beispiel, jeden Tag 3 neue Leute auf deine Kontaktliste setzt, dann sind es 15, ja, bei 5 Arbeitstagen, dann sind es 15 neue Kontakte in der Woche. Ja, mal 4 Wochen sind 60 Kontakte im Monat. Das sind in 10 Monaten, beziehungsweise in 12 Monaten 720 Kontakte, mit denen du immer wieder arbeiten kannst. Und das ist natürlich dann auch der Punkt. Es nützt nichts, diese Liste einfach zu führen und zu erstellen, sondern du musst auch regelmäßig mit den Menschen in Kontakt treten. Und wenn du das zum Beispiel über E-Mail-Marketing machst, indem du online deine Leads generierst, dann kannst du diesen Prozess sogar automatisieren. 10. Du benötigst ein duplizierbares Marketing-System, am besten dein eigenes. Also es sollte nicht so sein, dass du abhängig von irgendeiner Person bist, ja. Ich habe das schon oft gesehen, dass Menschen ihren Partnern ein System anbieten, dann wechseln die das Unternehmen und du fängst wieder von vorne an. Du hast weder die Leads, die du generiert hast, also die Kontakte bleiben nicht bei dir, die sind auf einen Schlag weg und da solltest du eben einfach aufpassen und deswegen lieber von Anfang an richtig machen und es für dich tun, sodass du immer über deine Kontakte verfügst und dass dein Marketing-System ja, eben für dich weiterläuft. Arbeite an deiner Marke, arbeite an deiner Positionierung. Denk immer drüber nach, wie du dich weiter branden kannst, wie du deine Marke weiter ausbauen kannst, wie du dich besser präsentieren kannst. Und 12. Nutze Attraction Marketing. Attraction Marketing einfach nur so ganz grob. Weil da kann man ein separates Video drüber machen, da findest du auch auf meinem Blog ganz genaue Erklärungen drüber. Beim Attraction Marketing geht es einfach darum, dass du vom Jäger zum Gejagten wirst, dass du quasi so attraktiv und anziehend auf andere Menschen wirst, dass diese in deinem Business einsteigen wollen oder eben deine Produkte kaufen wollen. Und ja, ich hoffe, ich sehe schon, wir sind wieder bei 23 Minuten hier in diesem Video. Das ist jetzt wieder länger geworden, als ich es eigentlich machen wollte. Ich hoffe, du siehst mir nach. Ich hoffe, ja, dass diese Tipps hier für dich hilfreich waren. Und wenn du die Infos hier hilfreich findest, dann würde ich mich freuen, wenn du meine Arbeit unterstützt, indem du ja mir einen Kommentar hinterlässt, einen Daumen hoch gibst oder ja, oder einfach den Inhalt mit deinem Netzwerk teilst. Ich sag schon mal vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit, viele Grüße. Weitere Tipps findest du ja auf oliverschirmer.de oder wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. In diesem Sinn, maximalen Erfolg, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.